Ich hatte in der vergangenen Woche darum gebeten, dass Menschen aus der Gemeinde mir Fürbitten schicken. Einige sind bei mir eingegangen, zugegeben nicht allzu viele, aber ich glaube, das, was ich bekommen habe, drückt stellvertretend das aus, was viele denken und empfinden. Und nun möchte ich gerne hier im Hoffnungsgarten diese Fürbitten vor Gott bringen. So beten wir für alle, die Angst haben um die Gesundheit ihrer Liebsten, Angst um die finanzielle Situation während und nach der Krise. Wir beten für die, denen es schwerfällt, mit der neuen Situation zu Hause fertig zu werden. Wir beten für Helga und Elli und alle älteren Menschen, die jetzt zu Hause bleiben müssen oder im Alten- und Pflegeheim sind, ohne Besuch. Wir beten für Kinder, Frauen und natürlich auch Männer, die betroffen sind von häuslicher Gewalt, dass sie Hilfe finden mögen. Wir beten für die, die es auch schon vor Corona schwer hatten und jetzt in noch größerer Bedrängnis sind. Menschen, die wegen ihrer Hautfarbe oder Kultur benachteiligt werden. Flüchtlinge in den Lagern auf den griechischen Inseln. Wir beten dafür, dass sich das Virus in den armen Ländern dieser Welt nicht noch weiter und schneller ausbreitet. Aber wir beten auch für die Menschen in unserer Nähe. Wir beten für Kerstin und mit ihr für alle, die noch mit ganz anderen Krankheiten ringen und so sehr Nähe bräuchten. Wir beten dafür, dass unsere Zuversicht und unsere Hoffnung am Leben bleiben. Zuversicht, dass sich die Lage bessert und wir Stück für Stück zum normalen Leben zurückkehren. Hoffnung, dass wir am Ende stärker aus der Krise hervorgehen, dass wir endlich wieder Menschlichkeit und Gemeinwohl mehr schätzen als Gewinn, Egoismus und Ausgrenzung. Dafür, dass Herzlichkeit und Offenheit wieder mehr denn je geschätzt werden und auch gelebt werden. Um all das bitten wir dich, Gott, an diesem Ostersonntag. Gib uns die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die wir nicht ändern können. Gib uns den Mut, Dinge zu ändern, die wir ändern können. Gib uns die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Amen. Ich wünsche Ihnen allen frohe Ostern. Bleiben Sie behütet.